Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge oder zu einem kleinen Quick-Tipp aus der Reihe OpenTX oder EdgeTX Weekly. Und in dieser Folge geht es ja um eine Sache, mit der ich eigentlich gar nicht so glücklich bin. Bei EdgeTX oder OpenTX gibt es wenig Punkte, wo ich nicht so glücklich mit bin. Aber ein Punkt macht vielen Anwendern Kopfzerbrechen und das war in der letzten Zeit jetzt gerade so und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nochmal einen kleinen Quick-Tipp dahinterher zu schieben. Und zwar betrifft es die Frage, warum denn wohl in der Firmware-Version, die ich euch zur Verfügung stelle, die Override-Channel-Möglichkeit nicht verfügbar ist. Ja, das Override-Channel gehört für mich zu den sehr gehassten Features. Wie gesagt, weil viele Leute danach fragen und Verständnis manchmal schwierig ist. Und ich finde das eigentlich auch sehr unglücklich gelöst. Vor allen Dingen ist es unnötig, die Funktion Override-Channel zu haben. Ja, was ist Override-Channel? Gehen wir mal kurz in so eine Modellkonfiguration hinein. Ich habe hier ein Modell, was einfach Standard ist. Ich habe gerade ein neues Modell angelegt und habe den Namen geändert. OVR heißt das jetzt. Mehr verbirgt sich dahinter nicht. Wenn wir mal in die Inputs gucken, standardmäßig und bei den Mischern ist das auch standardmäßig. In diesem Farbschema, was ich jetzt hier habe, bedeutet also jetzt hier gelb zum Beispiel, dass diese Mischerzeile aktiv ist. Und ja, so ein Modell, das kann sich jeder einrichten. Und ich habe jetzt hier auf der linken Seite, das ist der Stick, wo auch das Gas ist. Wir sehen hier, Gas ist bei Kanal 3. Ich bewege das Gas, aber es tut sich hier nichts. Ja, diese Frage bekomme ich ganz oft. Warum funktioniert mein Gas jetzt nicht? Und da kann man hin und her diskutieren. Und was meistens total vergessen wird, ist, dass man vielleicht für dieses Modell irgendwann mal beim Ausprobieren oder aus welchen Gründen auch immer ein Override-Channel eingerichtet hat. Und zwar befindet sich das ja unter den Spezialfunktionen. Und wir sehen auch wieder an der gelben Farbe, dass dieses Override-Channel hier jetzt gerade aktiv ist. Und zwar hängt das an dem Schalter SF. Wir können uns diese Zeile hier auch mal komplett ansehen. Da sieht man also hier, es ist aktiv an der gelben Farbe und es hängt an dem Schalter SF nach oben. Und SF ist jetzt nach oben, es ist also jetzt eingeschaltet. Wenn ich das ausschalte, dann sehen wir auch, dass mein Kanal 3 wieder funktioniert. Das Problem ist, dass ich das der Mischerzeile hier, upsala, der Mischerzeile hier nicht ansehe. Die ist immer gelb, auch wenn ich das Override Channel jetzt hier oben bei SF aktiviere oder deaktiviere. Ja, ich sehe das dem Mischer nicht an. Und das ist ja ein Problem von vielen User Interfaces. Ihr wisst alle, es gibt Software, die ist grottenschlecht zu bedienen und das liegt einfach daran, dass zusammengehörige Dinge im User Interface nicht zusammengehörig dargestellt werden. Und so einen Fall haben wir hier und deswegen bin ich damit unglücklich mit dieser Override-Channel-Funktion. Man kann den gleichen Effekt, dass man einen Kanal einfach, egal auf welcher Position der Knüppel steht, dass man diesen Kanal wegschaltet, denselben Effekt kann man haben in der Mischerzeile selber. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme diese Override-Channel-Funktion mal hier raus. Und dann funktioniert der Kanal wieder ganz normal. Ich zeige es euch nochmal. Kanal 3 ist also ganz normal hier. Und jetzt versuchen wir dasselbe über einen Mischer herzustellen. Es geht ja um den Kanal 3. Ich muss also den Kanal 3 mir betrachten. Und hier habe ich die Konfiguration für diesen Kanal 3. Das ist also der Gas-Input.
wird hier einfach zu 100% durchgereicht, also ganz simpel. Und wenn dieser Mischer nur eine einzige Zeile hat, dann kann man natürlich das Gas auch wegschalten, indem man diese Mischerzeile hiermit aktiviert mit dem Schalter. Ich habe vergessen, das einzukreisen, das will ich nochmal eben nachholen. Also hier steht Schalter und Schalter bedeutet, diese Zeile des Mischers ist nur dann aktiv, wenn dieser Schalter, der jetzt hier noch nicht eingetragen ist, aktiv ist. Andernfalls ist diese Mischerzeile nicht aktiv und wenn wir nur eine einzige Mischerzeile haben, dann wäre also die einzige Mischerzeile, die wir haben, inaktiv und das bedeutet, der Mischer liefert den Wert 0. Das ist eine Möglichkeit, das wollen wir mal gerade machen. Also ich editiere nochmal diese Zeile und mache diese Zeile nur dann aktiv, wenn SF, ich weiß gar nicht, wie wir es eben hatten, nach oben oder nach unten, ich glaube, aktiv war, müsste man das Alphabet können, ich suche gerade SF. Meine Güte, ich bin zur falschen Seite übergegangen. Ich muss noch mal komplett rüber. Gut. Ja, verflixt noch mal. Wo ist denn jetzt mein SF? Bin ich da schon wieder drüber weggeblättert? EFG, da ist er doch. So, jetzt habe ich ihn endlich. Das hat ja lange gedauert. Gut, also der Mischer ist aktiv. Das funktioniert. Ich betätige SF in die andere Position und diese Mischerzeile ist nicht mehr aktiv. Besser sieht man das, wenn man in das Übersichtsmenü reingeht. Hier, diese Zeile ist jetzt inaktiv und unser Mischer liefert einen Mischer, bei dem keine einzige Mischerzeile aktiv ist. Bedeutet, wir bekommen den Wert 0. Und jetzt schalte ich diese Mischerzeile wieder ein mit dem Schalter SF und dann funktioniert das wieder. Warum ist das besser? Ja, weil man das direkt in der Mischerkonfiguration alles sieht, was passiert und man muss nicht Rätsel raten, ob irgendwo noch ein Overhead-Channel versteckt ist. Nun kann es natürlich sein, dass man hier mehrere Mischerzeilen hat. Machen wir das mal ein bisschen komplizierter. Diese Zeile editiere ich wieder, ich stelle den Urzustand her, ich nehme also hier den Schalter dann wieder raus. Irgendwie funktioniert das hier mit meinem Hin- und Her-Scrollen nicht, so wie ich mir das vorstelle. Gut, jetzt habe ich das rausgenommen, gehe wieder zurück. Alles ganz normal. Der Kanal 3 funktioniert wieder ganz normal. Jetzt machen wir den Mischer mal ein bisschen komplizierter. Einfach just for fun mische ich was dazu. Ich füge eine Zeile danach ein. Ich nehme irgendeinen anderen Input. Nehmen wir mal rechts vertikal noch. Und wir haben hier also eine Addition. Wird also irgendwas zusammengemischt. Ups. Falsche Taste. So, dann haben wir hier diese Addition der beiden Zeilen. Jetzt achten wir mal auf Kanal 3 wieder. Wenn ich also hier Höhenruder betätige, dann bewegt sich, gut, Kanal 2 natürlich auch, weil das Höhenruder ist, aber hier halt auch. Und Kanal 3, das wird dann hier entsprechend zusammengemischt. So, jetzt ist die Aufgabe, hier auch das auf 0 zu schalten. Ich hätte jetzt eine Möglichkeit, zweimal den Schalter SF hier einzutragen, also in jeder Zeile das gleiche zu machen, wie ich das vorhin gezeigt habe. Das ist natürlich umständlich. Manchmal sind es ja auch drei Mischerzeilen, die man hat. Stattdessen kann man aber Folgendes tun. Man kann hier eine letzte Zeile hinzufügen und diese letzte Zeile hat als Input das Max. Max liefert uns 100%. Ich möchte aber nicht 100%, sondern ich möchte das auf 0 haben. Also wenn ich Max, den Maximalwert mit 0 gewichte, dann kommt auch 0 dabei raus. Und diese Zeile aktiviere ich wieder mit unserem SF.
Und als Wirkung nehme ich nicht die Addition, das ist nämlich jetzt der Trick, sondern ich mache eine Ersetzen-Zeile. Schauen wir uns das in der Übersicht einmal kurz an. Dann habe ich also hier SF ist das Ersetzen von allem dem, was vorher berechnet worden ist. Ich hatte schon mal eine etwas längere Folge über Mischer gemacht. Da habe ich erläutert, wie die Mischer funktionieren, wie sie ihr Ergebnis berechnen. Und zwar geht das ganz streng von oben nach unten. Also in diesem Fall wird also jetzt hier zunächst einmal werden diese beiden Zeilen addiert. Ich versuche da mal eine geschweifte Klammer hinzumalen mit einem Plus. Und am Ende wird es dann ersetzt durch das, was hier steht. Und da steht eben 0. Also versuchen wir das nochmal hier zu bewegen. Da passiert also nichts bei Kanal 3, nur bei Kanal 2 vom Höhenruder. Das ist jetzt weggeschaltet, deswegen, weil die letzte Zeile des Mischers aktiv ist und die ersetzt alles das, was vorher berechnet worden ist, in diesem Fall durch einen festen Wert 0. Wenn ich jetzt SF umschalte, dann ist die letzte Zeile nicht mehr aktiv. Sie wird hier ausgegraut und die beiden oberen tragen demzufolge zum Ergebnis bei. Und da habe ich jetzt ganz normal meine Addition. Wir achten wieder auf Kanal 3. Da habe ich dann die Addition von rechts und links vertikal ganz normal. Ja, warum finde ich das jetzt besser? Nun, weil alle Informationen zentral an dieser einen Stelle stehen, also alles, was zusammengehört, steht auch zusammengehörig im User Interface unseres Senders zusammen. Das ist kohärent, also Kohäsion ist etwas in der Softwareentwicklung, womit man beschreibt, dass zusammengehörige Dinge auch zusammen dargestellt werden sollen und das trifft auch für das User Interface zu. Und so ist es also in meinen Augen zumindest praktischer, als wenn ich mit dem Override Channel arbeite. Genau aus dem Grunde ist diese Funktion einfach bei der Firmware, die ich zur Verfügung stelle, nicht anwählbar. Die gibt es überhaupt gar nicht unter dem Thema, unter dem Submenü Spezialfunktionen. Hier steht Überschreiben in der deutschen Übersetzung. Das ist so viel wie Override Channel. Das ist bei der Firmware, die ich ausliefer, gar nicht anwählbar. Kann ich euch auch einfach mal kurz zeigen. Ich beende diesen Simulator und starte den nächsten. Das ist jetzt die Version, die ich zur Verfügung stelle. Und wenn wir da mal reinschauen in die Spezialfunktionen, dann sieht man hier, dass es das Überschreiben gar nicht gibt. Damit kann man sozusagen da dann auch nichts falsch machen. Und das ist, wie gesagt, finde ich gut so. Das erspart mir wahrscheinlich einige Fragen zu diesem Thema dann zu beantworten. Okay, das war's an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao.